In dieser Folge widmen wir uns gemeinsam wieder der DIN 19606. Speziell geht es hier um die Neutralisationseinrichtung als Teil der Chlorgasbeseitigung im Falle eines Chlorgasausbruchs bei deiner Chlorgasanlage. Wie sind die rechtlichen Grundlagen? Wie funktioniert das Ganze? Und vor allen Dingen, warum? Ich würde sagen, wir starten direkt durch nach dem Intro. Let's go! Wiki. Hey, grüßt euch da draußen und herzlich willkommen hier auf Schwimmer TV beim Bädertechnik Quickie in einer weiteren interessanten und durchaus lohnenswerten zweiten Folge. Mein Name ist David Ackermann. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und hier mit an Bord kommst. In der neuen DIN 19606 rückt nun neben der Restdrucksicherung als ein, sagen wir, Update zu deiner bestehenden Chlorgasbeseitigungseinrichtung ein weiteres, durchaus wichtiges Thema in den Fokus, die Neutralisationseinrichtung. Und wie der Name schon sagt, geht es hier um eine Einrichtung zur Neutralisation. Ja, den Begriff kennen wir ja aus der Chemie, also eine chemische Reaktion von gleichen Mengen Säuren und Laugen. Wir kennen das Prinzip beispielsweise beim hypochlorigen Säureverfahren, also beim Chlorgasverfahren mit einem Marmorkiesreaktor nach dem Chlorgasinjektor. Oder einfach beim Einstellen des pH-Werts in deiner Wasseraufbereitung. Ja, also immer dann, wenn du ein unerwünschtes bzw. ein schädliches Zwischen- oder Endprodukt hast, welches durch eine chemische Reaktion so umgewandelt wird, dass es am Ende neutralisiert ist. In unserem Fall geht es hier um die Neutralisation der Salzsäure. Die entsteht, wenn das Wasser deiner Chlorgasbeseitigungseinrichtung das Chlorgas im Falle eines Chlorgasausbruchs niederschlägt. Dazu brauchen wir natürlich auch ein sogenanntes Neutralisationsmittel, also eine Lauge. Aber bevor wir uns der Verfahrenstechnik widmen, werfen wir doch mal einen Blick in die rechtlichen Grundlagen. Die rechtlichen Grundlagen hierfür finden wir, wie im ersten Teil bei der Restdrucksicherung ja schon erwähnt, im Chemikaliengesetz, der Gefahrenstoffverordnung, der Betriebssicherheitsverordnung und für den Anwendungsbereich konkretisiert in den technischen Regeln. Die DIN 19606 gibt uns jetzt den Stand der Technik wieder, sodass wir sicher sein können, alles richtig zu machen. Wir denken dabei einfach an die Beweislastumkehr und die daraus entstehende Verpflichtung als Betreiber. Nach der DIN müssen Chlorgasräume mit einer Chlorgasbeseitigungseinrichtung ausgestattet sein, deren Aufgabe es ist, zu verhindern, dass Chlorgas aus dem Raum entweichen kann, also eben austritt, und dass dieses gefahrlos beseitigt werden kann. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder durch das Behandeln der kontaminierten Raumluft durch eine Chlorsorptionsanlage oder auf der anderen Seite durch die gängigste Variante eigentlich, also das Niederschlagswasser durch die Wassersprühanlage. Die Neutralisationseinrichtung, die kommt jetzt hier bei der Wassersprühanlage zum Einsatz. Denn die Salzsäure, die beim Niederschlag von Chlorgas entsteht, die zerstört dir nicht nur deine komplette Einrichtung, sondern sie gelangt auch als sogenanntes Abwasser in die Kanalisation. Und hier kommen wir in ein komplett anderes Rechtsgebiet, nämlich dem Abwasserrecht. Hiernach sind Kommunen oder Dritte, also Abwasserzweckverbände oder Eigenbetriebe wie Stadtwerken zum Beispiel, durch die Landesgesetzmäßigkeiten zur Abwasserbeseitigung verpflichtet. Grundlage hierfür ist das Wasserhaushaltsgesetz und die Abwasserverordnung des Bundes. Es gibt also hier keine bundesweit einheitliche Regelung zu Grenzwerten für das Abwasser, denn Parameter wie zum Beispiel der pH-Wert oder AOX, die werden durch die örtlichen Voraussetzungen in Entwässerungssatzungen festgelegt. Hier ist vor allen Dingen wichtig, ob du direkt oder indirekt ein Leiter bist
ob du ein Misch- oder Trennverfahren hast oder wie weit die Kläranlage entfernt ist und so weiter und so fort. Für dich ist aber natürlich wichtig, welche Beschaffenheit dein Abwasser haben muss, um es einleiten zu dürfen. Und danach eben auch die Entscheidung, ob Neutralisationsanlage oder eben nicht. Aber schauen wir zur Verfahrenstechnik. Nehmen wir an, du hast einen Chlorgasraum, eine Chlorgasanlage, die Chlorgasbehälter, die Sicherheitseinrichtung mit dem zweistufigen Chlorgaswarngerät und dem Chlorgassensor und deine Chlorgasbeseitigungseinrichtung. Bei einer unbeabsichtigten Freisetzung von Chlorgas, also zum Beispiel durch einen technischen Defekt, der dann zu einem Chlorgasausbruch führt, erkennt der Chlorgassensor im Chlorgasraum die Chlorgaskonzentration. Das Chlorgaswarngerät gibt nun das optische und akustische Warnsignal aus und setzt automatisch die Berieselung, also die Chlorgasbeseitigungseinrichtung, in Betrieb. Im einfachen oder bisher üblichen Verfahren erfolgte diese Berieselung mit Wasser. Durch das Wasser reagiert das Chlorgas unter Bildung von unterchloriger Säure und Salzsäure. Die Salzsäure jedoch, die reagiert jetzt nicht nur mit deiner gesamten Einrichtung so, ja, dass die am Ende eben Schrott ist. Nein, sie gelangt auch über den Gully mit dem Auffangbehälter in die Kanalisation und kann dort verheerende Schäden anrichten. Um das verhindern zu können, verwenden wir die Neutralisationseinrichtung. Im Grunde brauchst du nur den Behälter, der dann das Neutralisationsmittel oder eben das Entchlorungsmittel enthält bzw. vorhält, und die Wasserstrahlpumpe mit der entsprechenden Verrohrung. Als die wichtigste Komponente zählt dabei die Wasserstrahlpumpe, denn die sorgt jetzt dafür, dass dein Entchlorungsmittel in die Leitung der Wassersprühanlage gelangt. Schauen wir uns die Wasserstrahlpumpe doch mal näher an. Das Berieselungswasser durchströmt, ja, in der richtigen Durchflussrichtung natürlich, die in der Wasserstrahlpumpe installierte Venturi-Düse. Durch die Querschnittsverengung in der Düse wird das Berieselungswasser beschleunigt, wodurch ein Unterdruck im Ansaugstutzen entsteht. Der Unterdruck sorgt nun dafür, dass das Mittel aus dem Behälter angesaugt wird. Wie groß der Unterdruck ist und damit natürlich auch, wie viel in welcher Zeit angesaugt werden kann, das ist jetzt vom Leitungsdruck, also auch von der Größe der Verengung in der Düse abhängig. Als Neutralisationsmittel verwendet man Natronlauge oder Natriumcarbonat oder als Entchlorungsmittel in Lösung Natriumthiosulfat oder Natriumhydrogensulfat. Die Menge, also das Volumen des vorzuhaltenden Mittels, das muss so ausgelegt sein, dass innerhalb einer Stunde der Inhalt des Behälters dem Sprühwasser, also dem Niederschlagswasser, zugeführt werden kann. So, hier seht ihr jetzt eine bestehende Anlage mit Natriumthiosulfat als Entchlorungsmittel. Ja, neben der grundlegenden Frage, die es natürlich erstmal für dich zu beantworten gilt, welche Beschaffenheit das Abwasser bei dir haben darf und ob diese Einrichtung für dich sogar notwendig ist, gibt es hier noch ein paar wichtige Dinge zu beachten. Die regelmäßige Überprüfung dieser Lösung, denn die Wirksamkeit lässt eben mit der Zeit auch immer mehr nach, beziehungsweise sie zerfällt oder wird instabil. Dann die Dokumentation natürlich, also eine Ergänzung im Betriebstagebuch. Und natürlich als allererste Maßnahme die Gefährdungsbeurteilung. Ja, wir haben hier die Lagerung von Gefahrstoffen, als auch das Thema persönliche Schutzausrüstung. Und nicht zu vergessen eine korrekte Unterweisung, sodass eben beim Umgang mit Gefahrstoffen niemand zu Schaden kommt. Mit der Neutralisationseinrichtung als, sagen wir einfach, ein Update zur Wassersprühanlage, als
eben eine Möglichkeit der Chlorgasbeseitigungseinrichtung, kommen wir also nicht nur den Regeln der Technik nach, wir sorgen damit auch für eine Schadensminimierung bei einem sogenannten Havariefall, eben dem Chlorgasausbruch, und tragen eben auch dazu bei, dass wir nach dem Umweltrecht dem Verursacherprinzip Rechnung tragen. Ich darf mich bei euch bedanken fürs Einschalten, für eure wahnsinnige Unterstützung des Projekts Schwimmbad TV. Ich freue mich auf eure Kommentare, über alles, was mich gerade hier an Zuspruch und Anerkennung erreicht. Und damit sehen wir uns natürlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Peter Technik. Quickie.